Willkommen zurück, liebe Freunde, bei Let's Play The Witcher. Ja, wir sind hier immer noch im Umland von Visima natürlich. Haben in der letzten Folge mal schön den ganzen Ort erkundet, ein paar nette Leute kennengelernt, wie Abigail, die Hexe oder auch unseren alten Freund Soltan, der ja scheinbar unseren Helden Geralt schon vor seiner Amnesie, vor seinem Gedächtnisverlust gekannt hatte. Und jetzt, wo wir die ganze Karte hier aufgedeckt haben, können wir uns mal um die Aufgaben kümmern, die wir jetzt zur Genüge hier bekommen haben. Und zu, da es am naheliegendsten ist, würde ich sagen, wir gehen erstmal zum Geistlichen. Denn jeder spricht immer vom Geistlichen und sagt, dass er der Held ist, der, ja, der praktisch diese Leute gerettet hat vor den ganzen Gefahren. Und vielleicht kann er uns ja was zu sämtlichen Themen sagen. Der Geistliche. Hinfort, Teufelsbrut. Beruhigt euch, Priester. Ich will nur mit euch reden. Es gibt nichts zu bereden. Oh doch, das gibt es. Ich suche die Salamandra. Wie ich hörte, kommen sie hierher. Die werden uns euretwegen töten. Ich kann mich erkenntlich zeigen. Was schwebt euch vor? Euch macht eine Bestie zu schaffen. Was geht euch das an? Ich bin ein Hexer. Ich könnte helfen. Jüngst traf hier ein anderer Hexer ein, Berengar. Er versprach, die Bestie zu erschlagen, floh jedoch, als er sie heulen hörte. Ich bin nicht Berengar. Wenn ihr mein Vertrauen wollt, bringt dem Volk das Licht des ewigen Feuers und vertreibt die Finsternis. Im Dorf gibt es 5 Kapellen. Feuer wird die Bestie nicht vertreiben. Sie ist weit mehr als nur ein streunender Hund. Das ewige Feuer, Gotteslästerer. Ihr könnt gewiss sein, dass es Bestien vertreibt. Denn es steht geschrieben, auch wenn seine Seele im Dunkeln und sein Antlitz grässlich anzuschauen ist, urteilt nicht vorschnell, denn er trägt die Flamme der Hoffnung in die Nacht. Und außerdem, nur im Licht des ewigen Feuers werdet ihr sicher sein. Na gut, aber das kostet euch 100 Orens. So sei es. Aber das ewige Feuer muss nachts in allen 5 Kapellen brennen. Okay, also natürlich müssen wir erst wieder was erledigen, bevor der Geistliche mit der Wahrheit rausrückt. Und natürlich werden wir erst wieder als Höllengeburt bezeichnet. Mein Gott, die Hexer haben es echt nicht leicht in dieser Welt. Aber der Geistliche scheint hier wirklich das Oberhaupt zu sein. Ja, so spielt er sich jetzt hier auch gleich auf. Aber er kann uns Informationen geben. Fragen wir ihn mal nach den Salamandra-Leuten. Ich suche nach Männern, die Salamander-Abzeichen tragen. Das ist nicht klug. Wieso? Die zu verärgern, kann euer Leben verkürzen. Sehe ich aus, als hätte ich Angst? Vor euch kam hier schon ein anderer Hexer vorbei. Der war genauso eingenommen von sich selbst wie ihr. Doch seht ihr ihn hier? Nein. Denn er ist geflohen. Ich bin nicht er. Seid nicht so überheblich, was die Salamandra angeht. Das ganze Dorf fürchtet sie, und das nicht grundlos. Ihr müsst uns alle überzeugen. Was kann ich tun? Für mich wünsche ich mir, dass ihr die Bestie vernichtet. Was die anderen angeht, besucht Odo, Mikul und Haren. Könnt ihr deren Probleme ebenfalls lösen? Sind das so etwas wie Älteste? Alle kennen und achten sie. Odo ist reich, Haren ist Kaufmann. Mikul gehört zur Stadtwache. Wenn ihr deren Vertrauen gewinnt, gewinnt ihr das Vertrauen des ganzen Dorfes. Das werden wir sehen. Wartet. Die müssen glauben, dass ich euch geschickt habe. Zeigt ihnen diesen Ring des ewigen Feuers. Okay, Siegelringe. Zieh das Siegel auf den markierten Platz, um den Siegel-Spieldialog zu aktivieren. Linksklicken. Okay, also praktisch brauchen wir ein Erkennungszeichen für diese 3 wichtigen Bürger, für die wir jetzt auch noch Gefällen erledigen müssen, um das Vertrauen des Dorfes zu gewinnen. Und dafür müssen wir scheinbar diesen Ring tragen. Und vor allem scheint auch Berengar hier sein Unwesen zu treiben. Den Hexer, den Wesimir ja am Anfang erwähnt hat, der geflohen ist. Und scheinbar hat er die gleichen Absichten wie wir, denn er ist meistens kurz bevor wir irgendwo eintreffen, ist auch Berengar dort gewesen. Wir haben auf jeden Fall jetzt diesen Ring bekommen, Siegelring des ewigen Feuers, und den ziehen wir mal an, denn wir müssen ja das Erkennungszeichen für diese einflussreichen Bürger haben. Zudem müssen wir halt diese 5
Kerzen anzünden. Nachts. Hauptsache gleich mal wieder ein... Neue Puppe. Ja, danke. Hauptsache, wir müssen wieder einiges erledigen, bevor wir überhaupt irgendwelche Informationen bekommen. Sprecht, schnell. Aber wir wollen mal weiter. Kopfgeld für Ertrunkene. Ich hörte, die Kirche des ewigen Feuers bezahlt Kopfgeld für Ertrunkene. Wenn ihr beweisen könnt, dass ihr einen getötet habt. Ich komme mit einem Beweis zurück. Beeilt euch. Okay, Ertrunkene töten. Sprecht. Müssen wir auch noch machen. Seid ihr der Kaplan des ewigen Feuers? Seid ihr der Kaplan des ewigen Feuers? Ja, Heide. Nur das ewige Feuer kann uns vor dem weißen Frost retten. Tatsächlich. So steht es in der Prophezeiung von Idlinne, der Elfenhexe. Ach, wirklich? Die alte Welt wird untergehen und neu geboren werden aus einem Samenkorn, das nicht keimt, sondern in Flammen aufgeht. Ihr scheint euch zu widersprechen. Ihr macht euch über mich lustig, Hexer. Sagt mir, wer gab euch das Recht, euch in der Menschenangelegenheiten einzumischen? Ihr, ein emotionsloser Mutant, antwortet, wer? Oha, was ist mit dem Kerl los? Der beleidigt uns voll. Also ich weiß, die Hexer, die kriegen es mir zu arg ab. Ich würde jetzt am liebsten... Nö, ich entschuldige mich nicht. Hallo, was geht bei dem? Nee. Das ewige Feuer. Ohne Zweifel. Kehrt in euer finsteres Leben zurück, Heide. Boah. Adieu. Der ist mir auch überhaupt nicht sympathisch von Anfang an, also ich weiß auch nicht. Der hat zu viel Macht und... Ach, weiß nicht. Wir werden sehen, Freunde. Wir müssen auf jeden Fall... Nachts müssen wir die Kapellen anzünden und wir müssen die drei einflussreichen Bürger suchen. Alles zu seiner Zeit, würde ich sagen. Wir schauen uns jetzt hier mal ein bisschen um noch. Ich wollte ja mal die ganzen Hütten durchsuchen, denn da gibt es meistens sicher auch irgendwas zu finden. Ja, ich habe gesagt, wir fangen jetzt... Köstlich! Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Oh, Hallöchen! Zum Beispiel das wollte ich unbedingt hören. Das nette Kommentare von netten Bäuerinnen. Gut, hier gibt's nichts. Aber manchmal findet man ja in solchen Hütten wichtige Dinge. Und wenn wir schon vorbeilaufen, können wir ja als... Niemand auch, soll sagen, ich gebe mich mit Hexern ab. Als auch in die Hütten reinschauen, nicht wahr, Freunde? So, was haben wir denn hier? Ein Schrank. Naja, brauchen wir alles nicht. Aber eine Holztruhe. Bier. Für gewisse Wetttrinken in der Zukunft ist Bier immer gut. Oh, die haben ja sogar einen Stall oder so. Komischerweise direkt, aber das stinkt doch mit der Zeit, oder? Ich glaube, das stinkt mit der Zeit. Naja. Bauern halt. Bauernliebe. Die verschmelze, glaube ich, irgendwann mit dem Geruch. Boah. Gar nachdenke, wie das denn irgendwann riecht. Eine alte Truhe und da ist auch nur ein Feuerstein drin. Brauchen wir nicht. Kleiderschrank. 2 Orens. Ha! Erfolg. Geld ist wichtig in diesen Zeiten. Ja, ich bin auch wütend. Auf mich selbst und auf die Welt. Auf die Bevölkerung des Zeitalters. Was? Gott, ich habe gerade voll die Orientierung verloren, wo bin ich denn herkommen? Ja, hier. Okay. Niemand soll sagen, ich gebe mich mit Hexern ab. Ja, aus dem Weg bitte. Keiner gibt sich mit Hexern ab, wir sind so schlimm. Aber trotzdem, das verstehe ich nicht. Hexer wäre verachtet, aber natürlich wäre sie bei Problemen sofort wieder... Bier! Wäre sie bei Problemen sofort wieder irgendwie... Als einzigste Sumpfungeheuer. Wow, cool, ist nochmal mit. Wäre es ja bei Problemen als einzigste bezeichnet, die irgendwas lösen können. Und die kann man dafür sind sie wieder gute Hexer. Das verstehe ich halt auch nicht. Das sind sozusagen zum Nutzer anderer sind Hexer gut, sonst wäre es ja verachtet von dieser Gesellschaft. Naja, man sieht das mal nicht recht. Jetzt haben wir. Cool, jetzt haben wir auch für den Ertrunkenen haben wir jetzt auch das Bestarium-Eintrag. Das ist schon mal perfekt. Das ist perfekt. Weil damit, liebe Freunde, können wir ja also auch jetzt die Betrunkenen jagen, die wir ja ebenfalls für den Geistlichen noch erledigen müssen. Also es lohnt sich immer, sich mal die Sachen hier genauer anzuschauen. Meine alten Knochen.
Ich laufe ja gerade wieder zurück. Ups. Und ja, auf jeden Fall ist mir das alles noch nicht so geheuer mit dem Geistlichen und dem ewigen Feuer und was weiß ich. Das ist alles, hat alles so eine Art Sektenfeeling. Und sowas kann ja auch mal schnell nach hinten losgehen, Freunde, das wissen wir ja alle. Naja, wir sind mal gespannt, wie die Story weitergeht. Ja, die Hälfte weiß vielleicht schon, was passiert, aber bitte nicht spoilern, Freunde. Die Geschichte ist für mich ganz neu und ja, ich will, das freue mich wie ein kleines Kind drauf, wohin sich das entwickelt. Wen haben wir hier? Königlicher Jägersmann, dann sprechen wir mal den an. Der ist grün, das heißt, wichtig. Seid gegrüßt, Hexer. Ich bin der hiesige Jäger. Seid gegrüßt. Wollt ihr wissen, wieso ich weiß, dass ihr ein Hexer seid? Nicht? Na gut, was wollt ihr? Gut, beantworte deine Frage selber. Nicht schlecht. Ich suche nach Arbeit für einen Hexer. Ich suche nach Arbeit für einen Hexer. Naja, eigentlich wollte ich das selbst erledigen, aber da ihr schon mal hier seid... Angeblich haust ein Ungeheuer am Seeufer und frisst Bauern, die spät noch unterwegs sind. Vielleicht hat sich ein Ghul in der Gruft eingenistet. Wie viel für jeden? Ihr Hexer macht nichts uneigennützig. Tötet ein Ungeheuer, bringt mir den Beweis, dann belohne ich euch fürstlich. Okay. Also wir müssen zwei Ungeheuer finden und dann werden wir belohnt, wenn wir die killen. Klassisch. Klassische Hexerarbeit. Haben die Bauern noch mehr über das Ungeheuer am Seeufer gesagt? Ich weiß nur, dass es nachts am See jagt und Leute tötet. Sucht es am Ufer, in der Nähe von Harens Haus. Und wie sieht die Kreatur aus der Gruft dann aus, die wir auch noch suchen müssen? Boah, in der Gruft, oh, da graust es mich schon wieder, bevor wir in die Gruft gehen. Wie sieht die Kreatur aus der Gruft aus? Für mich sieht es nach einem gewöhnlichen Ghul aus. Aber weiß der Teufel, seht selbst. Danke. Wie viel verlangt ihr für einen Ertrunkenen? Das kann ich euch nicht sagen. Ist mein Berufsgeheimnis. Kommt schon. Wir haben denselben Beruf. Sieht so aus. Also, wie viel für einen Ertrunkenen? Kommt auf den Kunden an. Aber im Schnitt 80 Orens. Da bin ich nie rangekommen. Ich wusste, dass mit diesen Preisen was nicht stimmt. Beruhigt euch. Fortschritt, wo man hinschaut. Nur Hexer, Relikte einer vergangenen Epoche, arbeiten noch für ein Almosen. Und lassen sich noch dazu von denen, denen sie helfen, als Missgeburt beschimpfen. Genau. Ein anständiger Lohn für ein anständiges Tagwerk. Was war das? Nichts, nichts. Boah, die Leute, der Geralt hat es gerade echt auf den Punkt gebracht. Das ist einfach nur Almose und beleidigt wird man auch noch für das, dass man den Job für die ganze Leute macht. Macht's gut. Also Hexer scheinen hier wirklich Einzelgänger zu sein, die trotzdem am Ende gebraucht werden von uns allen. Tragische Helden würde ich sie fast bezeichnen. Das spiele ich nicht. Ja, gut, dann haben wir jetzt also auch wieder einiges erfahren. Jetzt will ich nochmal ganz kurz ins Gasthaus gehen. Ganz kurz, liebe Freunde, und dann starten wir mal mit den Aufgaben. Wir müssen ja auch für viele Aufgaben auf die Nacht warten. Das ist ja auch ein Problem, da ja manche Sachen nur nachts passieren, wie die Ertrunkenen, wie die Bargästen. Wir müssen nachts Soltan! Geralt! Natürlich bist du im Gasthaus. Der Typ ist so cool. Und? Wie geht es euch? Ihr kennt mich und meine Umtriebe. Ich möchte in Vesima ein bescheidenes Geschäft eröffnen, indem ich Waren von Mahakam importiere. Die Breckenricks sitzen mir im Nacken. Hä? Die Breckenricks? Wer soll das sein? Die Breckenricks? Wer soll das sein? Meine zukünftigen Schwiegereltern. Ich will Eudora Breckenricks heiraten, aber mein zukünftiger Schwiegervater fragt nur nach Geld. Das Minenkollektiv, wo ich nach dem Krieg gearbeitet habe, war ein totales Desaster. Kein Wunder in diesen blutigen Zeiten. Ihr seht besorgt aus, mein guter Freund, mit dem Irokesen. Ich nenne dich jetzt der Irokesenzwerg. Ihr seht besorgt aus. Ja, eine unangenehme Geschichte. Mein Freund wollte sich in diesem Dorf mit mir treffen, aber er kam nie an. Meint ihr, er könnte in Schwierigkeiten geraten sein? Ich hoffe nicht, aber es wäre auch keine Überraschung.
Er schloss sich den Eichhörnchen an und willigte ein, mit den Hafkas Handel zu treiben. Eichhörnchen und Hafkas? Die Eichhörnchen, sie selbst bezeichnen sich als Coyatel, sind Anderlinge. Die glauben, sie könnten die Gleichstellung erzwingen, indem sie sich hinter Bäumen verstecken und auf Leute schießen. Hafkas sind Kaufleute, die illegal Waffen an die Eichhörnchen verkaufen. Verstehe. Ich bin hier nicht gerade willkommen. Uns Anderlingen gibt man die Schuld an allem Möglichen. Von der Pest über die Bestie bis zu den Warzen am Arsch des Geistlichen. Sonst würde ich selbst nach meinem Freund suchen. Ich halte die Augen offen und lasse euch wissen, wenn ich etwas erfahre. Hab Dank, mein Freund. Okay. Aber die Ausdrucksweise vom Sultan ist ja ziemlich cool. Also am Arsch des Geistlichen, nicht schlecht. Erzählt mir mehr über die Eichhörnchen. Kleine Anderling-Scheißer, denen man romantische Geschichten erzählt hat, bis sie zu den Waffen griffen, um für die Freiheit und andere Ideale zu kämpfen. Im Krieg gegen Nilfgaard hat Emir sie benutzt, um die Königreiche zu überfallen. Ich habe keine Ahnung, wessen Unterstützung sie jetzt genießen. Stimmt, den guten Würfel, den wir ja gefunden haben. Questgegenstand, vielleicht kann er uns ja helfen. Sultan, ich habe diese merkwürdigen Würfel gefunden. Sieht nach einer Zwergenarbeit aus. Es ist Poker mit Würfeln. Beste Unterhaltung. Man muss sich nicht so konzentrieren wie beim Kartenspielen, aber der Spaß ist nicht geringer. Würfel sind eine Erfindung der Zwerge. Nach dem Krieg wurden sie populär. Kein Wunder. Jeder Söldner hat gespielt. Cool. Und wie wird gespielt? Spielen wir eine Runde. Ich zeige euch, wie es geht. Oh, Würfelpoker. Okay, also ein neues Minispiel. Nach dem Faustkampf haben wir jetzt noch den Würfelpoker. Verdient ein bisschen Gold mit Würfelpoker. Platziert eure Wette und linksklick würfeln. Okay. Ein Würfelspiel. Also Starteinsatz 3 Orens 12 oder 20. Ja gut, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich mache mal 3 für den Anfang. Würfeln drücken. Okay, würfeln wir mal. Komm schon, Geralt braucht ein neues Paar Schwerter. Okay. Ihr habt 2 Paare. Gegner hat Full House. Dann habe ich ja schon verloren, oder? Okay, ich lasse mal das Gebot. Hä, was? Akzeptiere. Ja. Wie können wir das jetzt noch schaffen? Ich nehme einfach mal den Vierer, weil der passt irgendwie nicht so rein und würfel einfach nochmal. Vielleicht kriegen wir noch was Besseres. Wie kompliziert das schon? Gut, 5er, das ist nicht. Gott sei Dank ist nichts gebracht. Gut, verloren, alles klar. Okay, dann würfeln wir nochmal neu, Freunde. Also das Spiel ist mir ein bisschen suspekt bisher. Ich kenne mich mit Poker jetzt auch nicht so aus, ehrlich gesagt. Gut, dann Gebot akzeptieren. Wenn wir beide gleich sind, lassen wir es mal so. Und den 5er nehmen wir nochmal und würfeln nochmal. Vielleicht kommt ja noch ein 1er oder ein 3er raus. Komm schon. 3er, jawohl. Das muss doch jetzt ein gutes Zeichen sein, oder? Was würfelt der? 4, 5er? Was? Hä? Wieso habe ich jetzt verloren? Jetzt habe ich 76 Gold verspielt. Das Spiel ist mir irgendwie suspekt, Freunde. Also, ich hoffe mal, das ist keine Hauptquest. Naja. Machen wir erstmal kurz ein bisschen Geld mit dem Buch, das wir noch haben. Können wir immer in 40 Euro wieder zurückverdienen. Von den 79, die wir gerade verloren haben, oder 75. Ah, was ist der Clan Leuwart? Der ist auch grün. Den reden wir mal an. Das sieht auch ein bisschen wohlhabender aus. Hallöchen. Der Clan Leuwart. Hat der eine Eichhörnchen gekauft? Nee. Endlich ein vernünftiger Mensch hier. Und ihr seid? Leuwarden. Kaufmann. Ich meine die Familie Leuwarden. Die Familie oder eine andere. Ich spüre, ihr habt Arbeit für mich. Leider. Mein Freund verschwand in der Höhle unter Visimas Mauern. Ihr glaubt, dass er tot ist? Ich weiß es nicht, aber ich bezahle euch 200 Orens, wenn ihr ihn rettet oder zu einem anständigen Begräbnis verhelft. Abgemacht?
Ja klar, 200 Euro nehmen wir gern an. Wir verlieren ja sonst die Hälfte beim Pokern. Abgemacht. Abgemacht. Mein Freund wollte die Quarantäne umgehen und Vizima betreten. Warum ging er durch die Höhle? Wir hatten gehört, dass dort Waren nach Vizima geschmuggelt werden. Ich werde mein Bestes tun. Seid vorsichtig. Mein Freund hatte nicht zum ersten Mal mit Ungeheuern zu tun. Wenn er tot ist, lauern dort sicher Gefahren. Okay, eine neue Quest sicher. Haben wir bekommen. Mit der Kaverne unter der Stadtmauer finden. Wir müssen auf jeden Fall unter die Erde demnächst. Darum bin ich ja pleite. Jetzt haben wir wieder einige Quests bekommen, Freunde. Und ja, versprochen, in der nächsten Folge beginnen wir dann mit dem Questen, um hier mal vorwärts zu kommen. Jetzt haben wir, denke ich, alles abgeklappert. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, Freunde. Bis dahin, ciao, euer Mr. Durian.